Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Baldur's Gate, der Enhanced Edition. Ja, mein Schatz, wenn das euer Wunsch ist. Ja, wir sind im Kerker von Kerzenburg, oder den Katakomben von Kerzenburg. Heda! Oh, hi. Wie kann ich... Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Heda! Dacht ihr wohl, ihr könntet mich überlisten, was? Versuch's doch, Holkopf, dann sehen wir, wer von uns... Hai davon kommt. Worum geht es diesmal? Noch ein Doppelgänger. Toter Doppelgänger. Also ja, was ich gerade sagen wollte, wir befinden uns in den Katakomben von Kerzenburg. Nachdem wir des Mordes bezichtigt wurden. Oh, nur Magiebann. Gibt's hier drin sonst noch was? Nö. Nur jede Menge Tote. Ja? Ihr braucht nur zu fragen. Und ja, soweit ich weiß, sollten wir mit der Mitte aufpassen. Wenn das euer Wunsch ist. Wie kann ich... Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ja, mit Vergnügen. So, das ist Hall, also der falsche Hall. Wo? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Na komm mal hier, falscher Hall. Ihr habt Hals Spezialelixier gestohlen und dann an die Kühe verfüttert. Ihr werdet dann den Tag noch bereuen, an dem ihr mich getroffen habt, Manuel. Ja? Ihr Hornochsen, was habt ihr denn geglaubt, was wie ihr wünscht? Für aber natürlich, Schätzchen. Wie kann ich... Ich werde mich im Handumdrehen darum wenn kümmern. Wenn das euer Wunsch ist... Also ja, erstens gibt's Gegner in der Mitte. Zweitens gibt's Fallen in die Mitte. Ich bin verletzt. Au. Haltet doch mal inne und helft mir gefälligst. Worum geht es diesmal? Wie ihr wünscht. Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Gott, sind das viele. Wie kann, wie ihr wünscht. Das wird kein schneller Tod. Das wird kein schneller Tod. So. Pfeile, Bögen. Ja, mein Schatz. Nun trinken wir wenigstens einen. Wo ihr braucht, nur zu fragen. Dann ziehen wir uns hierher zurück. Speichern und rasten. Ich werde von einem Doppelgänger belästigt. Kommen wir noch mit klar. Wie sieht so unser Level-Up-Zeug aus? Geht langsam. Wie viel haben wir eigentlich jetzt? 10.000. 105.000. Eine Zahl mehr. 165.000 ist, glaube ich, immer noch das Maximum, was wir erreichen können. Der nächste. Wobei ich keine Ahnung habe, wie sie es in der Enhanced Edition gemacht haben. Langsam reicht's aber mal. Das wird kein schneller Tod. So, haben wir jetzt gerastet?
Nein, da ist wieder einer. Jetzt geht's mir aber langsam auf die Nerven. Okay, jetzt machen wir wirklich Folgendes. Wir speichern. Und dann klappt's auf einmal. Sänger der Nacht, gebt mir Kraft. So. Kommt ihr beide noch da raus? Gut. Für mit Vergnügen. Oh. Wie kann ich? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Hier stehen. Ich brauche einen Schluck starkes auch wieder zwei. Arcanis, bei allen Göttern dieses Ding war der junge Treppchen. Was geht vor ihr vor, Bueno? Ja. Ober hat uns gebeten, euch hier zu suchen, aber das ist übler als seine furchterregendsten Illusionen. Ist eine lange Geschichte, Arcanis. Bitte, ihr müsst mir hier heraushelfen, und zwar schnell, kann ich euch vertrauen. Das Ding war ein Doppelgänger, genau wie du. Aus Hochachtung vor dem Gesicht, das du trägst, könnte ich dich glatt am Leben lassen, Spiegelgestalt. Flieh von hier, bevor ich es mir anders überlege. Nehmen wir mal das Erste. Mir könnt ihr trauen, Kind, und dir da auch. Ich weiß nicht, inwieweit wir euch helfen können, aber wir haben vier starke Arme und einen guten Blick für Illusionen. Wir begleiten euch bis zum Ende der Gewölbegänge, aber nicht weiter. Wir müssen ja Zeugnis über die Schrecken ablegen, von denen die Sort heimgesucht wird. So, die zwei laufen mir jetzt nach. Mal sehen, ob sie sich bei erster Gelegenheit verwandeln. Spion, Verräter, kämpft doch für die Ratten. Dreht euer Fähnchen schön im Wind, schön im Wind. Wir haben einen Namen für solche wie euch. Rattenbastard. Jawohl, Rattenbastard. Und bisher habe ich die noch alle eigenhändig gehängt. Das ist Pader. Ich soll euch trösten. Ach, zeigt euch. Ach, ich zeige euch einen süßen und leisen Trost, wenn ihr mich nur lasst, nichts nutzt. Hm. Auch hier ist nichts drin. Ich hätte zur Armee gehen sollen. Und da ist Fuller als nächstes. Bolzen sollt ihr holen. Stattdessen hätte ich euch wohl besser meine Stiefel sauber lecken lassen sollen. Ein Stück Fleisch. Das wird kein schneller Tod. So, wen haben wir hier noch drin? Irgendwas nicht in Ordnung? Karan. Hm. Unverschämtes Bug. Ich lehrte euch, versuchte euch Weisheit beizubringen, aber die Mühe hätte ich mir sparen können. Genauso könnte ich Mitgefühl von einem Cent verlangen. Ihr seid ein Nichtskind und werdet bald weniger sein. So. Das waren die Seitenkammern. Oh, Falle. Ich fühle mich aber nicht.
Natürlich. NPCs lösen zum Glück keine Fallen aus. Falle nicht entschärft. Falle nicht entschärft. Worum, wie ihr wünscht. Ach so, dafür hat sie jetzt wieder zu wenig Fallen entschärfen, weil wir ja gerastet haben. So, okay. Das heißt, in dem Raum waren wir noch nicht ganz drin. Da sollte aber allerdings auch nichts mehr drin sein. So, hallo Elminster. Benno, ihr hört sofort mit diesem Unfug auf, Kind. Ich bitte euch, ihr habt diese Heim mit dem Blut Unschuldiger getränkt. Ich kann das nicht länger durchgehen lassen. Bleibt dort, bleibt wo ihr seid. Euer Begleiter trägt das Gesicht meines Stiefvaters und ich weiß, dass er tot ist. Zeigt euer wahres Gesicht, Doppelgänger. Ihr seid genauso wie ich Elminster, wie ich Dritz-Dor-Urden. Erklärt euch, und wenn sich irgendetwas aus euren Lippen bewegt, töte ich euch, wo ihr steht und oder sterbe bei dem Versuch. Bleibt dort. Wach auf, mein Mündel. Wach auf und bestehe die schrecklichen Prüfungen, die dir bevorstehen. Ist schon gut, Bruno, ja, ist in Ordnung. Ich bin in der Nacht damals nicht umgekommen. Die Klinge, die mich deiner Meinung nach tötete, war mit einem magischen Gift behandelt. So habe ich eine lebende Seele und einen lebendigen Geist gefangen in einem... So habe ich eine lebende Seele und einen lebendigen Geist gefangen in einem Körper weitergelebt, da es als ob er tot wäre. Der Mann, den du in jeder Nacht gesehen hast, wird Sarivok genannt. Seit 3 Tagen befindet er sich unter dem Alias Koveras in der Burg. Tetoril hielt ein Auge auf ihn, aber in unserer Einfalt dachten wir nicht, dass er Verbündete hätte. Bitte, mein Kind, ich habe dich zu sehr in mein Herz geschlossen, als dass ich dich jetzt verlieren wollte. Sei gegrüßt, junger Mensch. Elminster und ich hatten diese Vermutung schon eine ganze Weile. Als Sarivok nun endlich seinen Bau verließ, konnte Elminster euren Ziehvater suchen und ihn in Sicherheit bringen. Vergib mir, Brenno, ich hätte euch früher davon erzählen sollen, aber eure Hoffnungen schön und sie anschließend wieder in Stücke bersten sehen. Das hätte selbst nicht alter Knochen nicht übers Herz gebracht. Bitte, Kind, steckt die Waffen ein und eure Wut ebenso. Kommt mit uns und wir bringen euch endlich in Sicherheit. Ja, Elminster, führt mich von diesem Schreckensort, damit ich einen sanfteren Augenblick an der Seite meines Stiefvaters verbringen kann. Ich kenne euch Spiegelwesen und ihr seid genauso wie ich Elminster, wie ich Dritz-Dor-Urden. Ihr sagt, diese Mauern seien mit unschuldigem Blut getränkt. Wer war es, der mich durch diese elenden Hallen jagte, meinen Namen in Stimmen rief, die ich einst kannte, nur um sich mir zu nähern und mich in ihrer trügerischen Form anzugreifen? Wenn die Zeit gekommen ist, wird man dir alles erklären. Bei allem Wohlwollen, Brennowers, was haben sie mit deinem Verstand angerichtet? Dass du dich so quälst, dein alter Freund Treppin liegt hier in seinen eigenen Eingeweiden und flieht ja so dumm, dir ihre mütterliche Fürsorge anzubieten, rennt herunter und du schlachtest sie ab wie ein Ungeheuer, das sie für dich zu sein schien. Die Götter haben keine Gnade mit uns fehlerhaften Sterblichen, wie es scheint. Ich bin ein tatteriger alter Esel, dass ich es so weit habe kommen lassen. Da stand ich, Elminster, der Arrogante, anfeuernd und anspornend, aber nie selbst aktiv dabei. Der mächtigste Magier der Reiche, reduziert zu einem abwegigen Puppenspieler. Hör mir gut zu, Brenoir. Mit der Hilfe von Doppelgängern und ein bisschen mächtiger Magie hat Sarivok euch mit einer riesigen und furchteinflößenden Illusion umhüllt. Ich war mir nicht sicher, ob ich diese Hümer jemals durchbrechen könnte, um zu euch hervorzustoßen. Jetzt ist die Zeit gekommen für einen Sprung ins Ungewisse, mein Kind. Ihr müsst diese üble Illusion abschütteln und euch uns anvertrauen, damit wir euch zurück in die Realität führen können, in der Sarivok verwundbar ist. Wenn dies Wahnsinn ist, dann lasst ihn mir. Wenn ihr nun flieht, versuche ich nicht, euch zu töten. Nein. Nehmen wir mal das Erste. Ich träume nur von einem warmen Bett oder einem Licht, das mich aus diesem Albtraum erlöst. Ich folge euch mit Minster und vertraue euch. Bleibt in der Nähe, wenn ihr entfernt euch nicht zu weit von mir, denn Ungeheuer, eingebildet und echte lauern auch weiter hinter jeder Ecke. Ich werde euch weitere Anweisungen geben, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Ja, wenn wir denen hinterher gehen.
sollten sie sich demnächst in Doppelgänger verwandeln. Genau da. Sogar in drei höhere Doppelgänger. Lasst sie uns ordentlich. Lasst sie uns ordentlich. So.